Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um Capture One. Und genauer gesagt geht es um eine Funktion, die mir in Capture One fehlt. Aber ich möchte sie nachbauen. Denn es geht um die Funktion Dunst entfernen. Die haben wir in Capture One nicht, aber wie gesagt, wir bauen sie nach und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich möchte dir jetzt in diesem Video zeigen, wie du in Capture One den Dunst-Entfernregler aus Lightroom simulieren kannst. Denn ich habe ja immer davon gesprochen, dass Capture One viele Vorteile gegenüber Lightroom hat und einige Features hat, die Lightroom nicht besitzt. Jetzt ist es aber genau andersrum. Jetzt hat Lightroom ein Feature, was Capture One nicht besitzt, und das ist der Dunst-Entfernregler. Aber wir können so gut wie möglich probieren, diesen Regler in Capture One nachzubauen. Ich habe jetzt dieses Foto hier aus New York mal sowohl in Capture One geöffnet als auch in Lightroom. Und ich werde jetzt hier in Lightroom einfach mal anfangen, den Dunst-Entfernregler hier einmal auf plus 100 zu stellen. Einfach erstmal nur, damit wir den Effekt bestmöglich nachbauen können. Das sieht jetzt nicht wirklich gut aus. Ich würde dir auch nicht empfehlen, den Dunst-Entfernregler jemals auf 100% zu stellen. Also ich glaube, in den wenigsten Bildern funktioniert das, dass es dann noch wirklich gut aussieht. Das zweite Problem ist, dass wir hier oben im Himmel auch schon richtig viel Rauschen drin haben. Und das dritte Problem ist auch, dass ich jetzt hier sehr viele Sensorflecken habe, die dadurch natürlich zum Vorschein kommen. Ich muss mir jetzt mal, bevor ich diesen Dunst-Entfernregler nachbaue, genau überlegen, was macht dieser Dunst-Entfernregler eigentlich. Und wenn ich mir das jetzt hier mal genauer anschaue, ja, auf jeden Fall, wir hauen mehr Kontrast rein. Und was auch passiert, wir spielen mit den Helligkeiten des Bildes und vor allem mit den hellen Bildbereichen, die werden abgedunkelt. Das bedeutet also, dass wir vor allem diesen Effekt in den hellen Bildbereichen anwenden wollen, was auch wiederum bedeutet, dass wir natürlich irgendwo mit Luminanzmasken arbeiten müssen. Das funktioniert ja inzwischen sowohl in Lightroom als auch in Capture One. Wir haben in beiden Programmen die Möglichkeit, mit Luminanzmasken zu arbeiten. Das ist also sehr schön. Wir haben also in beiden Programmen die Möglichkeit dazu. Und das ist für diesen Effekt, wie gesagt, auch besonders wichtig. Also, das ist jetzt hier mal unser Ausgangspunkt. Und ich gehe jetzt mal zurück in Capture One. Und wir werden jetzt mal zusammen probieren, dieses Bild dementsprechend etwas nachzubauen. Das Erste, was ich dafür machen werde, ist, hier mir eine neue Ebene zu erstellen, denn ich möchte diesen Effekt auf eine neue Ebene bringen, damit wir den später auch in der Deckkraft dann bearbeiten können. Dazu gehe ich jetzt hier auf dieses Plus-Symbol, neue Ebene, halte dabei aber meinen Mauszeiger gedrückt, damit ich hier eine neue gefüllte Ebene erstellen kann und keine neue leere Ebene. Das ist ganz wichtig, damit wir dann später mit der Luminanzmaske arbeiten können. Also neue gefüllte Ebene und dann habe ich hier eine neue Ebene 1. Und ich kann jetzt hier direkt mal auf Luminanzbereich klicken und dann stellen wir hier schon unsere Luminanzmaske ein. In diesem Menü kann ich hier Maske anzeigen einmal anklicken. Dann sehe ich auch, wie die Maske sich gerade auf das Bild auswirkt. Also alles, was rot ist, ist die Maske. Und ich werde jetzt hier als erstes mal die hellen Bildbereiche komplett mit in diese Auswahl mit reinbringen. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen die dunklen Bildbereiche davon so ein bisschen ausschließen. Deswegen werde ich das jetzt hier einfach erstmal so rüberziehen und werde dann den sogenannten Fall-Off wieder ganz nach links ziehen. Dieser Vorlauf, das ist quasi so die weiche Auswahlkante, so kannst du dir das vorstellen. Also alles, was jetzt hier sehr hell ist, geht komplett rein und je weiter es dunkler wird, umso weniger ist dann von diesem Effekt zu sehen. So kann man sich das Ganze vorstellen und so sieht das Ganze hier auch gerade aus. Wenn ich damit fertig bin, klicke ich einfach auf Anwenden und dann wird diese Luminanzmaske auch erstmal wieder ausgeblendet und ich kann jetzt anfangen mit meiner Bearbeitung. Ich werde also als erstes auf jeden Fall mal hier in das Belichtungswerkzeug reingehen und den Kontrast ganz nach oben stellen. Denn wir haben ja gesagt, da ist sehr viel Kontrast drin. Da ist jetzt in dem gesamten Bild jetzt hier auch erstmal noch nicht so viel mehr Kontrast drin, aber das wird sich dann noch ein bisschen ändern. Ich werde auf jeden Fall auch die Helligkeit hier weiter nach unten ziehen. Wenn du das Video den Unterschied zwischen Belichtung und Helligkeitsregler schon dir angeguckt hast, dann weißt du, dass die Helligkeit hier vor allem die Mitteltöne abdunkelt. Ansonsten, falls du es noch nicht gesehen hast, empfehle ich es dir wärmstens. Also schau dir auf jeden Fall auch die anderen Capture One Videos mal an zur Erklärung. Also Helligkeit auf minus 40 ungefähr und dann gehe ich als nächstes in das Klarheit-Werkzeug hier rein. Hier gibt es verschiedene Methoden, die wir anwenden können. Das steht erstmal auf natürlich hier. Ich will aber Durchschlag nehmen, denn das ist,
sage ich mal, die etwas krassere Variante. Und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle auch wirklich viel Klarheit in das Bild bringen. Ich setze auch das hier mal auf 100. Nicht wundern, ich werde jetzt hier diese ganzen Regler erstmal auf maximalen Ausschlag stellen. Wir haben ja dann am Ende die Möglichkeit, den Effekt insgesamt wieder zurückzunehmen. Aber ich werde jetzt diesen Effekt erstmal hier in die Extreme bauen, genauso wie ich ihn in Lightroom erstmal auf 100% gestellt habe, damit wir dann die Bilder auch gut miteinander vergleichen können. Dann kann ich als nächstes hier mal noch mir die Tonwerte aussuchen und ich werde jetzt hier auch die Schwarztöne noch so ein bisschen beschneiden, bedeutet, das Ganze wird hier noch ein bisschen dunkler. Ich kann hier auch meine Weißwerte noch so ein bisschen beschneiden, dadurch bauen wir auch wieder so ein bisschen mehr Kontrast auf und die Mittelwerte, ja, schauen wir mal, die können wir erstmal so lassen, vielleicht hier noch ein bisschen weiter rein. Das gefällt mir so schon ganz gut. Und dann kann ich mir hier auf jeden Fall auch noch eine Kurve reinbauen und werde jetzt hier auch das Ganze mal noch so ein bisschen weiter ins Negative ziehen, aber nicht zu viel, ungefähr so. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Kontrast drin. So, jetzt können wir das erste Mal das Ganze so ein bisschen vergleichen. Also du siehst auch schon, in Lightroom ist das noch deutlich stärker, der Effekt. Wobei ich finde, dass der Effekt in Capture One deutlich besser und natürlicher aussieht. Was mir auch noch auffällt, der Weißabgleich ist nicht ganz der gleiche. Das liegt einfach auch daran, dass wir in Capture One hier in den Basismerkmalen immer schon ein Profil hier quasi auf unser Foto gelegt bekommen, was das Ganze so ein bisschen anders macht als in Lightroom. Aber wie gesagt, das können wir dann ganz einfach hier noch mit dem Weißabgleich entgegenregeln. Allerdings möchte ich den Weißabgleich hier nicht auf unserer Ebene 1 ändern, sondern die ändere ich tatsächlich auf der Hintergrundebene, denn der Weißabgleich soll auf dem gesamten Bild gleichmäßig angewendet werden. Also, ich werde jetzt hier den Weißabgleich, die Kelvin-Zahl, ein bisschen nach oben drehen. Vielleicht hier so 5300 ungefähr, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. 5500, denke ich mal, sieht ganz gut aus. Den Farbton vielleicht noch ein kleines Stück weiter runterziehen. Ja, jetzt gefällt es mir deutlich besser. Und ich denke mal, wir können vielleicht sogar hier auf der Hintergrundebene die Tonwerte noch so ein bisschen anpassen, damit wir hier noch ein bisschen mehr Kontrast in das Bild bekommen. So sieht das Ganze schon ganz gut aus. Und das ist jetzt eigentlich so der Effekt, den ich hier reinbringen würde. Ich finde, wie gesagt, der Effekt sieht hier deutlich besser aus als in Lightroom. Wir haben uns den einfach selber so ein bisschen zusammengebaut. Man kann natürlich noch reingehen jetzt hier in Capture One und dazu gehe ich jetzt hier auch nochmal auf die Ebene 1 und werde jetzt hier noch in den HDR-Bereich nochmal reingehen und hier vielleicht noch die Lichter so ein bisschen abdunkeln. Bedeutet also jetzt hier, dass ich, wenn ich den Lichterregler nach oben ziehe, dass wir jetzt hier die Lichter so ein bisschen mehr abdunkeln. Ich stelle es auch mal ruhig auf 100 hier, damit wir hier wirklich noch ein bisschen hier in den Lichtern das Ganze recovern und jetzt haben wir nochmal deutlich mehr so den, ja, den direkten Vergleich mit Lightroom. Ich denke mal, jetzt passt es doch relativ gut. Wir haben hier nur ein bisschen bessere Farben drin. Wir haben hier nicht so ein komisches Lila und so noch mit dabei. Also wie gesagt, das sieht in Capture One doch deutlich besser aus. Natürlich haben wir jetzt hier auch das Problem, dass wir jetzt hier so ein paar Sensorflecken haben. Die müsste ich jetzt also tatsächlich hier auch noch entfernen. Aber so insgesamt, finde ich, sieht der Effekt doch hier schon sehr, sehr gut aus. Und das Schöne ist jetzt, dadurch, dass wir das alles auf dieser Ebene 1 haben, habe ich hier oben die Möglichkeit, mit dem Deckkraftregler von dieser Ebene das Ganze jetzt hier so einzustellen, wie ich gerne möchte. Das ist jetzt also das Ganze ohne Dunst entfernen quasi. Und wenn ich jetzt den Dunst entfernen hier reinregeln möchte, muss ich hier einfach nur an dem Deckkraftregler von der Ebene drehen. Und das stelle ich jetzt hier einfach nochmal auf 100, denn ich möchte dir noch ganz kurz zeigen, wie ich das Ganze jetzt als Preset bzw. als Style abspeichern kann, wie es in Capture One ja heißt, damit ich das jetzt nicht immer neu bauen muss, sondern einfach immer abrufen kann. Dazu werde ich jetzt einfach die Ebene hier nochmal umbenennen und nenne das Ganze mal direkt Dunst entfernen. Und dann kann ich hier einen Rechtsklick auf die Ebene machen und das Ganze auf Anpassung als Stil speichern klicken. Und jetzt kann ich hier in diesem Dialogfenster noch sagen, welche Bearbeitungsschritte ich hier mit einblenden möchte. Ich habe also an dem Kontrast und an der Helligkeit gedreht. Ich habe an den Tonwerten gedreht. Ich habe eine Kurve erstellt. Und dann habe ich auf jeden Fall hier noch mit Klarheit gearbeitet. Und ich glaube, das war's. Wobei, Wiederherstellung der Lichter, das muss auch noch mit rein. So, und dann kann ich das Ganze hier auf Sichern klicken und das Ganze dann als Dunst entfernen Style abspeichern. Das Ganze wird auch in dem Styles Ordner abgespeichert. Ich klicke jetzt hier einmal auf Sichern und wenn ich jetzt hier in den Styles Ordner reingehe, dann habe ich hier Benutzerstile, Dunst entfernen und dann ist das hier drin. Darfst du dich jetzt nicht wundern, dass es jetzt hier so krass aussieht. Also wenn ich jetzt hier nochmal reingehe und das Ganze hier als Ebene wieder lösche, darf man sich jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt hier diesen Stil erstmal reinbringe, kann ich hier einmal einen Rechtsklick drauf machen, kann ich auf den Hintergrund anwenden oder auf einer neuen Ebene anwenden. Ich würde dir empfehlen, immer neue Ebene, weil dann hast du die Möglichkeit, wie gesagt, mit der Deckkraft hier zu arbeiten. Dann ist das Ganze hier auch wieder drin. Nur das Problem ist jetzt, der Luminanzbereich wurde hier nicht mit abgedeckt. Also ich müsste jetzt hier nochmal reingehen und meinen Luminanzbereich wieder so einstellen,
dass das Ganze hier einigermaßen wirkt. So, zurückgebaut und dann haben wir diesen Effekt genau wieder so, wie wir ihn hatten. Jetzt kann ich die Deckkraft hier noch ein bisschen einstellen. Ich denke mal, hier so eine Deckkraft von 50% ungefähr sollte vollkommen ausreichen. So gefällt mir der Effekt echt gut. Ich zeige jetzt mal ein ganz kurzes Vorher-Nachher. Also mit gedrückter Alt-Taste hier einmal auf diese Anpassung klicken. So sah das Bild vorher aus. So sieht das Bild jetzt aus, nachdem wir unseren Dunstentfernregler hier mit eingebaut haben. Also, wenn du den Dunstentfernregler hier vermisst hast in Capture One, jetzt weißt du, wie es funktioniert. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen und deine Bilder kannst du damit dann hoffentlich auch ein bisschen verbessern. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und falls du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren mit dem Dunstentfernen in Capture One und du kannst das Video auf jeden Fall auch mit deinen Freunden teilen, falls du denkst, dass sie davon auch profitieren können. Ich würde mich darüber sehr freuen und ich würde mich auch darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!